Ja, richtig. Es gibt derzeit gefühlt 3000 von ihnen. Popsänger, die auf Deutsch singen. Charmant, gefällig, ein bisschen nachdenklich, meistens ohrwurmverdächtig. Angesichts eines Meeres solcher deutschsprachiger Poppoeten, die von großen Labels unterstützt werden, haben es Sänger und Liedermacher schwer, die ihre Musik und das Ganze drumherum in Eigenregie machen. Einen von ihnen wollen wir Ihnen heute vorstellen, Marcel Brell. Dieser Tage erscheint sein zweites Album mit dem Titel Sprechendes Tier. Gleich ist er bei uns im Studio, doch jetzt hören wir erst mal rein in die Musik von Marcel Brell. Hör mal zu, pass auf, ich sag mal so, wie soll ich sagen? Sicherlich, ich weiß, ich red mich hier um Kopf und Kragen. Eigentlich auf alle Fälle folgendes ist Fakt. Die Sache ist, salopp gesagt, ich hab's mit uns verkackt. Ich hab mich nicht gemeldet, Mann, ich brauchte Zeit für mich. So bin ich halt gestrickt, das geht auch gar nicht gegen dich. Ich seh dich wirklich gerne, sozusagen sogar sehr. Nur rein emotional komm ich da oft nicht hinterher. Verdammt, ich sollte endlich mal die Katze aus dem, ach egal, klingt alles dünn aus meinem Mund. Die Wahrheit ist ein dicker Hund. Mit großen Reden schwinge ich mich von Ost zu Ost. Du lässt mich fallen, darauf war ich nicht gefasst. Auf allen Vieren steh ich jetzt vor dir. Guten Tag, ich bin ein, guten Tag, ich bin ein, guten Tag, ich bin ein sprechendes Tier. Jetzt ist er hier bei uns im Studio, Marcel Brell. Herzlich willkommen. Hallo. Du machst nicht nur deine Musik vollständig selbst, bis auf einige Instrumente, sondern auch die Videos. Du machst Kamera, Regie, Schnitt. Wie kam es dazu, dass du zu so einer künstlerischen eierlegenden Wollmilchsau wurdest? Zunächst mal musst du natürlich am Anfang alles selber machen, weil alles andere nicht möglich ist finanziell. Ich habe aber ohnehin eine riesen Leidenschaft für Fotografie und Videos und also Bewegtbild, alles, was damit zu tun hat. Und habe mich einfach in den letzten Jahren immer mehr damit beschäftigt und angefangen, einfach Videos zu drehen, die am Anfang sehr schlecht waren und dann wurden sie immer besser. Und jetzt sind sie so, dass ich sie mich traue zu zeigen. Mhm. Bist du jetzt inzwischen sogar schon so weit, dass du das gar nicht mehr aus der Hand geben würdest? Oder würdest du sagen, ach, so ein Riesenteam wäre auch nicht schlecht? Ich würde es aus der Hand geben. Beziehungsweise ich bin auch gerade dabei, mir immer mehr Leute dazu zu holen, die dann mithelfen. Aber also so Kamera selbst zu machen und auch Regie zu führen, das ist schon was, was ich einfach wahnsinnig gern mache. Und insofern bleibt es vielleicht auch erstmal dabei. Mal schauen. Genau. Dein Hintergrund familiär ist der, dass dein Vater Opernsänger ist. Deine Mutter war Balletttänzerin. Dein Bruder hat einen Roman rausgebracht. Konntest du so gar nicht Bankkaufmann werden? Ich habe es ja nicht versucht, sagen wir mal so. Vielleicht hätte ich mit aller Kraft sozusagen irgendwie auch Bankkaufmann werden können. Aber klar, Klavierunterricht war natürlich angesagt, automatisch zu Hause. Und dadurch, dass mein Vater an der Oper war, war auch einfach Musik immer ein Thema. Und es war auch immer klar, sozusagen, Musik ist das, mit dem man Geld verdient. Weil damit hat mein Vater seine Familie ernährt. Also ich habe das nie in Frage gestellt, ob das möglich ist, davon zu leben. Ich habe einfach irgendwie immer davon gelebt. Inwiefern bist du froh, dass du diesen typischen Kampf, Vater sagt, studier was Anständiges und der Sohn will aber Rock'n'Roll machen, den musstest du ja nie führen? Es war ein etwas anderer Kampf. Mein Vater wollte eigentlich, dass ich auch Opernsänger werde oder beziehungsweise in die klassische Richtung gehe. Das hätten meine Eltern, glaube ich, am Anfang ganz gut gefunden, eben Klavierunterricht und so weiter. Habe dann auch Wettbewerbe gespielt, relativ erfolgreich. Aber so richtig gut war ich, glaube ich, als klassischer Pianist nie. Und deshalb war so der Kampf eher, dass ich Popmusik machen wollte und eigene Songs schreiben wollte. Aber inzwischen finden meine Eltern das, glaube ich, ganz gut. Vor 2 Jahren kam ja dein Debütalbum raus. Davor hast du erst mal 250 Live-Konzerte gespielt. Inwiefern war dir diese Live-Erfahrung wichtig, bevor du wirklich mit dem Album rauskommst? Super wichtig. Ich habe mich am Anfang überhaupt nicht getraut, irgendwas zu spielen vor Publikum, weil ich eben aus dem Studio eigentlich komme und produziert habe und habe dann angefangen, ganz, ganz kleine Konzerte zu spielen in Berlin, wo ich wohne, in Kneipen vor 5 Betrunkenen oder 10 oder so und einfach mal geguckt, wie so die Reaktionen sind sozusagen und habe dann aber angefangen, immer mehr auch tatsächlich Lust zu entwickeln, die Leute zu unterhalten und auch Quatsch mit denen zu machen auf der Bühne und einfach ganz, ganz laut zu werden und extrovertiert und so. Also für mich waren die Konzerte eigentlich der Weg, überhaupt ein Album machen zu können, weil ich da rausgefunden habe, was ich musikalisch überhaupt machen will. Der Weg zum zweiten Album, was jetzt rauskommt, war dann relativ kurz. 2 Jahre hast du gebraucht. Wir hören jetzt mal in den nächsten Song aus dem Album rein. Wir beide finden einen Stein. Wir setzen unsere Namen rein.
dann zeig ich dir meine. Komm, lass uns vertrauen und daraus was Neues bauen. Marcel, du hast 2015 den renommierten Fred J-Preis gewonnen. Der wird an Textdichter, Musikautoren vergeben. Vor dir hatten den schon Clouseau, Rio Reiser verliehen bekommen. Das Goethe-Institut hat dich auf Reisen geschickt ins Ausland, um als Botschafter der deutschen Sprache. Was macht diese Anerkennung deiner Texte mit dir? Was bedeutet das für dich? Das war so gar nicht geplant, dass ich sozusagen auf eine wahnsinnige Anerkennung für meine Texte hingearbeitet hätte. Aber mir bedeutet Sprache ganz, ganz viel und Texte, und ich lese so viel ich kann. Das ist natürlich ein Ritterschlag. Ich hätte nie damit gerechnet, den Preis zu gewinnen. Das ist der größte Preis, den man da so gewinnen kann in dem Bereich in Deutschland. Hätte eher damit gerechnet, dass ich erstmal so 7, 8 Alben machen muss und dann werde ich vorgeschlagen für den Preis. Und den für den ersten zu bekommen, das war im besten Sinne gemeint ein Schock sozusagen. Ich wusste gar nicht so wirklich. Ich stand gerade irgendwo im Imbiss in einer Jogginghose, als ich die Nachricht bekam, und war völlig irritiert. Und dann habe ich es irgendwann realisiert. Das war eine große Ehre. Was willst du denn überhaupt mit deinen Texten erreichen, wenn jetzt nicht das primäre Ziel war, ich will alle Preise kriegen, die es da so gibt? Also ganz konkret geht es immer irgendwie so, vor allem Text beim ersten Album, jetzt beim zweiten, aber auch verstärkt so darum, was ich eigentlich mit meiner Lebenszeit sozusagen anfangen möchte. Ne? Und ich habe vorher ein etwas anderes Leben gehabt, was auch gut war und sehr ertragreich, aber dass ich dann eben an Nagel gehängt habe, um das zu machen, was ich wirklich im Leben machen wollte, nämlich meine eigene Musik zu machen. Und darum geht es eigentlich, um diese Entwicklung, sich immer wieder zu fragen, was möchte ich eigentlich wirklich machen, wenn ich ganz ehrlich bin? Weil ich habe nur dieses eine Leben, also wenn ich nicht gerade Buddhist bin zumindest, habe ich nur dieses eine Leben, und wie nutze ich das sozusagen? Was mache ich damit? Wie hole ich da für mich und meine Mitmenschen das meiste raus? Darum geht es in meiner Musik eigentlich. Jetzt gibt es bei deinen YouTube-Videos, wenn man da die Kommentare durchschaut, viele Leute, die sagen, irgendwie erinnert es mich an Herbert Grönemeyer. Das ist ein großes Kompliment. Ein Riesenkompliment. Ja, also freut dich sowas, so ein Vergleich. Ja, also ich bin jetzt kein sozusagen ausgewiesener Grönemeyer-Fan, aber ich finde den großartig. Aber ich habe mich jetzt nie irgendwie in besonderer Weise mit ihm beschäftigt. Aber das ist natürlich ein Riesenkompliment. Oder ich meine, es ist einer der größten, den wir haben in diesem Land, der auch sehr für seine Texte steht und für seine Live-Shows und so. Das freut mich. Ja, ja. Wenn einem Grönemeyer einfällt, ich weiß nicht, wie ich diese Überleitung jetzt hinkriege, aber ich will mit dir darüber sprechen. Okay, gut. Wenn man Grönemeyer sagt, muss man auch David Hasselhoff sagen, zumindest ja. In deinem Fall. Weil du hattest mit David Hasselhoff zu tun, mit Heino zu tun, dein früheres Leben. Was war das? Das war das Leben als Produzent, also beziehungsweise als Studiobetreiber auch. Ich hatte in Berlin ein Studio und hatte in diesem Studiobetrieb einfach für verschiedene Künstler gearbeitet und mit verschiedenen Künstlern zu tun. Unter anderem dann eben auch habe ich an diesem großen Heino-Cover-Album mitgearbeitet, wo wir dann so irgendwie Rocksongs gemacht haben, im Heino-Sound und so. Und das ist eben genau dieses Leben, was ich hatte, was mich wahnsinnig eingespannt hat, mit 16-Stunden-Tagen und so, jedes Wochenende, was dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich werde realistisch nie wieder dazu kommen, meine eigene Musik zu machen. Und dann habe ich eine Weile versucht, beides zu machen. Und das habe ich dann aber auch, dann war beides so halb gut nur. Und dann habe ich tatsächlich das Produzieren völlig aufgegeben. Habe mein riesengroßes Mischpult verkauft und so, kam jemand im Laster, hat das abgeholt. Habe angefangen, kleine Konzerte zu spielen, weil ich einfach diesen Traum wirklich hatte, so dringend hatte, meine eigene Musik zu machen, meine eigenen Geschichten zu erzählen. Diese kleinen Konzerte, von denen du erzählst, die sind inzwischen ein bisschen größer geworden. Ja. Du bist auf Tour, speziell im März, fast jeden Tag habe ich gesehen. Ja. Kann man dich live erleben, kann sich davon überzeugen, ob entweder Hasselhoff oder Grönemeyer in dir steckt. Ja, genau. Und ja, unsere Zeit ist schon um. Wir danken dir, dass du hier warst, und überlassen dir als wortsicherem Menschen die letzten Worte. Bitte schön. Okay, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war jetzt also, das waren die Informationen zu meinem neuen Album, Sprechendes Tier. Jetzt kommen die Informationen aus dem Rest der Welt in Form der Nachrichten. Und ich freue mich, wenn wir uns im März auf Tour sehen. Bis dahin, tschüss.